Mit diesem Film möchte ich Ihnen einige Tipps zur Einstellung von Hauttönen vermitteln. Die Herausforderung liegt dabei in der Beurteilung von Hauttönen, der Messtechnik, den Werkzeugen und ihrer gekonnten Anwendung. Wichtig ist dabei auch, dass wir mit den unterschiedlichen Hauttypen respektvoll umgehen. Hier haben wir es beispielsweise mit einem dunkelhäutigen Typ zu tun. Und hier mit einem ausgesprochen hellhäutigen Typ. Wir sehen daraus, dass unser Handlungsspielraum vom jeweiligen Hauttyp in erheblichem Maß mitbestimmt wird. Nicht selten haben wir es dann mit einem schwierigen Hauttyp zu tun, wie beispielsweise bei diesem Kind. Nicht zu verwechseln mit einem schwierigen Hautton ist ein kaputter Hautton, wie er leider nur allzu oft in Publikationen aller Art anzutreffen ist. In der Regel dürfte dies auf ein falsches Color Management zurückzuführen sein, wie wir an diesem Beispiel gleich sehen können. Ersetzen wir nämlich das ECI RGBV2 Profil dieses Bildes durch das sRGB Profil, dann sieht das Bild sofort viel glaubwürdiger aus. Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Hautton üben bei der Aufnahme oftmals Umgebungs- und Lichtbedingungen aus oder eine falsch eingestellte Farbtemperatur. Bevor wir uns mit den Hauttönen befassen wollen, sollten wir einen solchen Mangel zuerst beheben, beispielsweise mit der Tonwertkorrektur. Wie Sie sehen, sieht das Bild nun viel besser aus als vorher. Zur Messung von Farben empfehle ich Ihnen, ausschließlich das Instrument Farbe zu verwenden und nicht die Info. Dies deshalb, weil mit diesem Instrument Farben viel schneller und zuverlässiger analysiert werden können, wie Sie hier sehen können. Auch deren tonale Lage ist sofort einschätzbar. Der Vorteil dieses Instruments liegt in seiner grafischen Aussagekraft und nicht so sehr in seiner numerischen. Wir können hier sehr schön anhand der Reglerstellung von CMI einen klassischen Braunton erkennen. Ausgehend von dieser klassischen Braunreglerstellung werden wir, egal wo auch immer wir messen, Abweichungen sofort erkennen. Gehen Sie nun in eine Gelbtendenz wie hier oder eine Rottendenz wie hier. Nun kommen wir zur eigentlichen Korrektur. Sie sollte immer im RGB-Modus und niemals in CMYK erfolgen. Grundsätzlich stehen zwei Methoden zur Wahl. Einerseits die Globalkorrektur mit den Gradationskurven oder die Selektivkorrektur mit Farbtonsättigung oder der selektiven Farbkorrektur. Vom Gebrauch der Gradationskurven rate ich ab, weil dies nur in seltenen Fällen zielführend ist und sehr viel Feingefühl erfordert. Der Einfachheit halber ist bei einer Hauttonkorrektur Farbtonsättigung erste Wahl. Dieses Instrument erlaubt es, einfach und schnell zuerst den Farbton, dann die Sättigung nach Belieben einzustellen. Die selektive Farbkorrektur hingegen eignet sich besonders für Feinkorrekturen in den einzelnen Kanälen, beispielsweise um hier etwas Cyan im Rotkanal zurückzunehmen.
Eine weitere sehr interessante Möglichkeit bietet die selektive Farbkorrektur mit dem Kanal Grautöne, um beispielsweise sämtliche Farben etwas zu verstärken oder abzuschwächen.